Jubelmorgen, meine lieben Landratten. So, ich habe uns schon in die Nähe von unserem Fragezeichen gebracht, was uns diesmal wieder erwartet. Grab der Tochter von Atlas. Ich weiß nicht, wir machen jetzt hier die Gräberjagd-Tour oder was? Nicht schlecht. Mittlerweile sind sie ja alle mit. Das ist der selbe Eingang hier. Nur die ersten fünf waren mal unterschiedlich. Oder? Schon. Money for the Tash. Weil wollen wir mich auf den Arm nehmen, ist hier schon gleich das dem einfacher. Jetzt vielleicht mal alle drauf gehen hier. Dann muss ich nicht verballern, ey. Gleich zurück, gucken wir noch mal, was hier hinten ist. Gar nichts. Oh doch. Ach, ich hab noch den Dreizack. Okay. Sonst ist ja auch genau gar nichts. Ah. Oh, ich hab keine Fackeln für anmachen. Den Ort denn schon abgeschlossen? Oder so. Gab diesmal wohl keine Schätze. Na los! So. Ja, dann, wenn wir hier durch sind, können wir jetzt ganz nach da hinten reiten. Wenn ich dann überlegen bin, ob wir nicht einfach hier eine Schnellreise machen und dann überreiten dürfen, vielleicht ein bisschen schneller gehen. Ich meine, ihr seid ja auch dafür da, dass wir hier vorankommen und nicht, dass ich jedes Mal eine halbe Folge lang durch die Gegend hoppel. Naja. Oh, guck mal, Athena.
deiner Sache. Ella, dann wollen wir mal. Okay. So, nochmal Athena weniger. Befehlshaber Ostrakon, Schatz. Sind so ein paar. Wir sollten jetzt allerdings vielleicht doch dann mal auf das erste zurückwechseln. Oh, die restlichen könnten wir da jetzt eigentlich auch leben lassen, oder? Wäre gar nicht notwendig, die jetzt anzugreifen. Finde ich nämlich eine super Idee. So, dann machen wir jetzt hier hinten weiter. Ja, nicht jeden killen. Ne? Wahrscheinlich werden die jetzt sowieso bestraft, weil sie ihre Befehlshaber haben sterben lassen, sie selbst nichts mitbekommen haben angeblich. Dann werden sie entweder fürs Versagen oder für eventuelle Betäterschaft angeklagt. Also, Los, komm schon. Schon. Jetzt komm halt, ey. Hui, ey. Los! Nein, darauf bitte. Darauf bitte. Danke sehr. Los! Nicht vom Berg runterfallen. Lieber Phobos, nicht vom Berg runterfallen. Komm schon. Ich such dir hier schon den besten Weg mit raus. Einfach das, was ich dir sage, und wir kommen hier beide lebend raus. Komm schon.
Was haben wir denn da? Na los! Und los geht's! Der wäre jetzt gestorben. Ach, hier. Was? Wie? Was? Wo? Icarus den einen hier hinten ganz alleine ausgeschaltet. Du hast mich gerettet. Danke. Ach, danke. Ich schulde dir mein Leben. Jojo, genießt euer Leben. Archion-Anleger. Und schon wieder ist die Welt ein kleines Stückchen besser. Ja, was ist denn da oben, Icarus? Ja, Gwes, da ist eine Festung, die hatten wir aber schon. Okay. Die Morgendämmerung. Nicht aufwachen. Er hat ganz kurz gezuckt. So. Ich frage mich ja, wann die mal ihre Schätze vermissen. Was geht denn jetzt hier für einen Film? Εξέλθω ταχαίως εντεύθεν.
Oh mein. Weg ist frei. So, irgendwo hier ist noch ein Schatz. Igarus. Unten ist noch eine Wache oder was? Ah, da ist der Schatz. Noch mehr Banditen. Wieder irgendein Quest versehentlich zu früh. Oh, nee, die brauchen wir nicht verlassen. Bewegung! Brauchst du was? Ich habe gehört, die Arbeiter hätten beim Marmorsteinbruch eine Truhe mit Wertsachen versteckt. Lustreich zu werden? Warum holst du sie nicht selbst? Naja, in der Gegend haben sich viele Banditen herumgetrieben. Vielleicht haben sie die Truhe schon gefunden. Und ich soll jeden einzelnen der Banditen töten. Ganz recht. Du weißt es noch nicht? Das wurde schon erledigt. Von mir. Du hast dir deine Bezahlung verdient. Hier, nimm das. Ich helfe doch gern. Ja, ich find's toll. Hier ist man so ohne Nachweis, ohne alles. Unser Ruf eilt uns so sehr voraus. So könnten sie jetzt mal behaupten, dass wir schon erledigt haben. Ohne dass wir es erledigt haben. So, das haben wir. Das heißt, wir machen jetzt hier weiter. Langsam und mühselig quälen wir uns hier durch, aber wir schließen das große Land so allmählich ab. Warum muss es denn jetzt ein Athena sein, ein Spatirat sein?
Alter, was ist denn hier für ein Film? Ist das hier Wochen spät? Super, ne? Das Lager am Fluss wäre damit Geschichte. Und unsere Geschichte endet hier heute und jetzt. Jetzt müssen wir hier runter ins Dorf. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, Hohenhol. Maus, Maus.